Finanzpolitik verstehen. Das ist nicht gerade wenig, was wir vorhaben, was wir uns vorgenommen haben. Für den Laien ist es sehr schwer zu verstehen, wie die Wirkmechanismen der europäischen Finanzpolitik sind. Von Expertenseite gibt es oft widersprüchliche Einschätzungen und es ist sehr schwer für uns, sich eine klare Meinung zu bilden. Deshalb haben wir heute ein besonderes Format gewählt. Wir wollen in einem Frage-Antwort-Format genau verstehen, wie europäische Finanzpolitik funktioniert. Denn es ist ja schon sehr symptomatisch, dass wir überhaupt nicht wissen, wie wir diese Krise, die wir seit die europäische Krise nennen sollen. Ist es nun eine Euro-Krise, eine Griechenland-Krise, eine Schuldenkrise, eine Finanzkrise oder eine Wirtschaftskrise? Deshalb haben wir hier zwei Wirtschafts- und Finanzjournalistinnen eingeladen, um genau darüber zu sprechen und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ich begrüße Donata Riedl. Herzlich willkommen. Sie ist beim Handelsblatt hier in Berlin Korrespondentin für Finanz- und Wirtschaftspolitik. Zuvor war sie bei der TAZ Leiterin des Ressorts Wirtschaft. Herzlich willkommen. Ich begrüße Kaspar Domen. Er ist Wirtschaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Als freier Journalist macht er regelmäßig Beiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen. Außerdem ist er Autor zahlreicher Bücher. Einige liegen auch da draußen. Zum Beispiel zum Thema Banken, Good Bank, zum Thema Konsum, Otto Moralverbraucher und andere Bücher. Herzlich willkommen. Vom Aufbau her wird es so vonstatten gehen, dass die beiden Journalistinnen, Expertinnen sich gegenseitig Frage und Antwort stehen. Ihre Aufgabenstellung ist dabei verständlich zu erklären. Daran müssen Sie sich auch danach messen lassen, ob wir das verstanden haben. Deshalb geben Sie auch zwischendurch immer wieder die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen. Alle weiteren Fragen und Kommentare, die Sie haben sollten, bitte ich Sie dann aber erst nach etwa einer Stunde in der Diskussion zu stellen oder zu formulieren, die wir dann nachher mit Ihnen noch beginnen wollen. Ich möchte Sie auch bitten, wenn die Veranstaltung nachher vorbei ist und Sie den Raum verlassen, wir haben hier eine Stellwand hingestellt mit der Frage, war es verständlich, war es für Sie nützlich, dass Sie sich da kurz... dass Sie da kurz ein Kreuzchen machen, wie Sie es fanden. Das wäre für uns ganz hilfreich. So, dann übergebe ich jetzt das Wort an die Expertin und den Experten und bin gespannt, was Sie uns zu erklären haben. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir hier die Gelegenheit bekommen, das Thema, was uns beide sehr, sehr lange beschäftigt hat, jetzt nochmal mit Publikum auch zu diskutieren, auch wenn es jetzt natürlich etwas überlagert ist durch die Flüchtlingskrise, die ja zurzeit medial und in der Öffentlichkeit und in der Debatte fast alles erschlägt. Insofern sind wir Ihnen richtig dankbar, dass Sie sich trotz der Flüchtlingskrise auch weiterhin für die Euro, also den Euro, die Euro-Krise Europa interessieren. Die Veranstaltung, sagte Christine ja gerade schon, ist ein bisschen ein Experiment, dass wir hier eben versuchen, im Dialog das Thema einmal in der ersten Stunde einmal rundum darzustellen. Wir haben dann, damit es auch auf jeden Fall verständlich ist, zwei Frageblöcke in dieser ersten Stunde schon vorgesehen. Diese zwei Frageblöcke sollen eben dem Ziel dienen, Verständnisfragen zu stellen. Während dann in der zweiten Runde, wenn wir dann eben noch die Diskussionsrunde haben, werden dann natürlich auch vertieft diskutiert werden kann und soll. Ja, also es geht uns darum, die Mechanismen zu erklären, Kaspar. Und genau, und wie Sie schon merken werden, werden wir unterschiedliche Positionen einnehmen im Verlaufe des Abends, die eben unterschiedlich sind. Die müssen jetzt nicht unbedingt unsere persönliche Meinung wiedergeben, sondern das dient eben der Klarstellung der Sachverhalte. Ja,
zum Warmwerden vielleicht erstmal ein paar zugespitzte Thesen. Donata, was fällt dir denn eigentlich zur Europäischen Zentralbank ein? Die EZB ist der Feind des deutschen Sparers. Also da würde ich ja sagen, sie ist der Retter des deutschen Arbeitnehmers. Die EZB hat die Euro-Krise beendet. Naja, das finde ich jetzt ziemlich optimistisch. Da würde ich sagen, sie hat eigentlich die Krise verschleppt und droht, den Euro zu zerstören. Die Banken sollen sich doch bitte schön selber retten. Um Himmels Willen. Große Banken reißen die ganzen Volkswirtschaften mit in den Abgrund. Deutschland ist doch eh nur der Zahlmeister Europas und der Welt. Das ist doch totaler Quatsch. Also Deutschland ist der größte Profiteur der Euro-Rettungspolitik. Die Länder des Südens wurden doch kaputt gespart. Nein, die Länder des Südens haben total versäumt, ihre Wirtschaft zu modernisieren, und das mussten sie jetzt einfach nachholen. So, jetzt sind wir natürlich alle wieder hinreichend verwirrt. Das sind so die Thesen, die uns in den letzten Jahren ja immer aufgefallen sind, die uns entgegengeschleudert wurden, wo man dann am Ende so ein bisschen ratlos ist und sich einfach fragt, was stimmt denn nun eigentlich? Aber dieses Gefühl der allgemeinen Verwirrung, das war bei mir und ich glaube auch bei Kaspar zu Anfang ein ganz beherrschendes Gefühl dieser Finanzkrise, als es losging in den Jahren 2007, 2008. Ja, das kann man wohl sagen. Also es gab eine Sache, die sehr überraschend war, und es gab eine Geschichte, die man sehr voraussehen konnte. Also ich habe damals im Jahr 2008 zusammen mit einem Filmemacher Erwin Wagenhofer an einem Film- und Buchprojekt zusammengearbeitet, Let's Make Money. Und das wurde fertig quasi kurz vor der Lehman-Pleite. Das heißt, es war damals schon sehr wohl so, dass viele, viele Experten über die Grundprobleme, also über die erste Krise, die in den USA ausbrach, schon lange diskutiert haben. Diese erste Krise, die wir dann immer als Subprime-Krise bezeichnet haben. Was dahinter steckte, war, dass sich eben in den USA extrem billig die Leute Immobilien kaufen konnten, also immer günstiger Kredite bekamen, und das war ja in den USA so ein Mechanismus gewesen, mit dem man einen Ausgleich gefunden hatte, weil eben die Löhne für große Teile der Bevölkerung nicht mehr gestiegen waren, und jetzt hatte damals eben die amerikanische Gesellschaft immer stärker auf Pump gelebt. Und ja, da könnte man ja auch sagen, das hat ja eigentlich gar nicht viel mit uns zu tun gehabt. Was haben wir irgendwie damit zu tun, dass in Amerika die Leute sich verschulden und Häuser kaufen? Aber es war so, dass die Banken einen neuen Mechanismus erfunden hatten, wie man quasi die Kredite, die Leute bei ihnen aufnehmen, ob für ein Auto, für ein Haus oder für ein Studium, nicht mehr selber in der Bank behielten, wie man das traditionell immer die letzten wahrscheinlich 200 Jahre gemacht hat, sondern sie hatten einen Mechanismus gefunden, wie man eben diese Kredite zusammenpackt und auslagern und an andere, an Dritte verkaufen kann. Und da gab es dann auch eine Bank in Düsseldorf, da war ich damals tätig. Diese Bank, die IKB, war die erste Bank in Deutschland, wo das Problem ankam. Und zwar deswegen, weil diese Bank eben ganz viele von diesen Papieren, die auf diesen amerikanischen Immobilienkrediten beruhten, gekauft hatte. Und als die in Amerika die ganzen Kredite platzten, halt diese Bank große Probleme bekamen. Und warum ich die Geschichte erzähle, ist auch deswegen, weil ich in den Vorjahren immer mal wieder vertretungsweise bei dieser Bank gesessen habe als Journalist. Damals war ich noch beim Handelsblatt und wir da eben so diese Bilanzen bekamen, aufgetischt bekamen, und niemals eigentlich von diesen Vehikeln, die diese Bank eingesetzt hatte bei diesen Bilanzpressekonferenzen, das ein Thema war, geschweige denn, dass wir als Journalisten in diesem Wust von Zahlen das entdeckt hätten. Das heißt, das hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht, auch im Nachhinein, dass ich da eigentlich und auch meine Kollegen, soweit ich weiß, damals nie irgendetwas entdeckt haben. Und das war so die Vorgeschichte von dem Ganzen. Das spielte sich ab im Sommer 2007, und ein Jahr später ging dann eben die Lehman Bank in den USA pleite, womit es richtig losging. Wie hast du das denn damals erlebt? Ja,
Das habe ich damals so erlebt, dass ich am einen einzigen Tag lang das richtig, richtig gut fand, als das passierte. Es wurde ja eine ganze Nacht oder beziehungsweise eine Woche und dann auch wieder so eine dieser Nächte, die es dann ja danach viel noch sehr oft geben sollte, lang verhandelt mit Bankenexperten, mit Regierungsexperten, mit Börsenexperten in den USA, ob denn jetzt nun diese Bank gerettet werden sollte oder nicht. Und man hatte sich entschieden, sie nicht zu retten. Und ich dachte, oh super, das ist ja mal richtig gut. Denn warum sollte die US-Regierung ausgerechnet eine Investmentbank retten, die ja in dem Sinne gar keine Spareinlagen verwaltet und auch nicht wirklich Kredite vergibt an Unternehmen der Realwirtschaft. Und es gibt doch keinen Grund, warum eine Regierung den Zockern auch noch das Geld hinterherwerfen sollte. Das dachte ich jedenfalls. Doch ab Tag 2 wurde dann sehr deutlich, wie sehr doch alle Banken und zusätzlich auch noch die Versicherungen miteinander verflochten sind. Jeder hatte jedem irgendwelche Kredite gegeben, die gegenseitig verbürgt, gegenseitig angeblich abgesichert. Und das Ganze brach dann so mit wie ein, ja, mit dem berühmten Domino-Effekt zusammen. Also die Lehman Bank, die zog dann eine Bank nach der nächsten mit in ihren Abwärtsstrudel und die Versicherungen gerieten dann danach zuerst in den USA, aber eigentlich auch in Deutschland mit in diesen Strudel, beziehungsweise sie drohten einfach in diesen Strudel mit hinabgezogen zu werden. Selbst die deutschen Landesbanken, die ja eigentlich doch eher so ein langweiligeres Image hatten, standen am Abgrund. Und wer hätte gedacht, dass in Deutschland ausgerechnet die Hypo Real Estate, eine Bank, von der ich zwar schon mal als Wirtschaftsjournalistin so aus dem Augenwinkel irgendwas gehört hatte, aber so richtig war die jetzt nicht unbedingt die Bank, die man jetzt so als Journalistin so besonders als interessante Bank im Blick gehabt hätte. Dass ausgerechnet diese, also sozusagen zur systemrelevanten Bank wurde, die drohte, das gesamte deutsche Bankensystem in den Abgrund zu ziehen, einschließlich der Deutschen Bank, Commerzbank sowieso etc. Also das war für mich also jedenfalls ausgesprochen erstaunlich. Damit hätte ich, wenn man mich einen Monat vorher gefragt hätte, unter gar keinen Umständen gerechnet gehabt. Ja, und das führte dann dazu, dass diese Unsicherheit in diesem ganzen Bankensystem und im Versicherungssystem, dass plötzlich von jetzt auf gleich dann auch Kredite unendlich knapp wurden, dass also Unternehmen plötzlich Schwierigkeiten möglicherweise hätten bekommen können, dass ihnen die Banken die ganz normalen laufenden Betriebsmittelkredite gar nicht mehr gewähren und dann plötzlich das ganz normale Geschäft gar nicht mehr funktioniert. Wir starten also damals so in der Redaktion auf alle möglichen Indizes, die Konjunkturentwicklungen und Unternehmensentwicklungen und sonst was abbildeten und sahen, dass die also binnen Tagen alle wirklich nur runter gingen. Und irgendwann hatten wir dann sehr schnell auch das Gefühl, wir gucken hier so richtig tief in einen Abgrund. Insofern blieb letztlich der Bundesregierung und auch den anderen G20-Regierungen, also den Regierungen der größten Industrie- und Schwellenländer, angefangen bei den USA, über China bis hin zur Türkei etc., gar nichts anderes übrig, als große Bankenrettungsprogramme aufzulegen, weil sonst die Wirtschaftskrise, die sich ja sowieso entwickelt hat, im Jahr 2009 in eine richtige Weltdepression gemündet wäre. Ja, und jetzt hat man also die Banken gerettet und da ist ja dann auch ein bisschen die Frage, hat man das eigentlich jetzt so, wie man das gemacht, gut gemacht? Also es war ja nicht das erste Mal, dass es eine solche Bankenkrise gab. Es ist ja in den letzten 30 Jahren, eigentlich so seit Anfang der 70er Jahre, immer wieder weltweit irgendwo zu Finanzkrisen oder auch zu Bankenkrisen gekommen. Also seitdem ja das Währungssystem gewechselt
worden ist. Damals hatte man bis 1970 noch das Währungssystem von Bretton Woods mit festen Wechselkursen und hat dann eben gewechselt zu einem Währungssystem der freien Wechselkurse und hat damals auch das Bankensystem dereguliert, das heißt viele Regeln abgeschaffen, die es vorher gegeben hatte. Also noch in den 60er Jahren konnte man nicht mal eine Währung in eine andere unkompliziert umtauschen. Ja, und es hatte also eben immer wieder Bankenkrisen gegeben, zum Beispiel eigentlich eine in Anfang der 90er Jahre in Schweden, die man so rückblickend sagen muss, dass die eigentlich so bilderbuchmäßig gelöst worden ist, weil damals die schwedische Regierung hingegangen ist und sehr radikal diese Banken zwangskapitalisiert hat. Was heißt das? Also man hat dafür gesorgt, dass die Mittel der Banken, die diese braucht, um Geschäfte zu machen, zwangsweise aufgefüllt wurden und man hat schon damals dann vom Staat her viele Banken übernommen und hat die problematischen Kredite, die diese Banken hatte, in eine andere Gesellschaft reingepackt. Das war so eine dieser ersten Bad Banks, von denen hat man dann im Laufe der Finanzkrise auch häufig noch gehört. Und weil man das eigentlich sehr radikal und sehr beherzt und sehr schnell gemacht hat, ist es so gewesen, dass am Ende dieser schwedischen Finanzkrise der Staat mit einem dicken Plus aus diesem Geschäft rausgekommen ist. Das heißt, es gab keinen Schaden für die Gesellschaft, es gab sogar unter dem Strich ein Plus. Und als dann die Finanzkrise ab 2007, 2008 losging, haben auch einige Länder, vor allen Dingen die USA und Großbritannien, nach ähnlichen Rezepten gehandelt und sind damit auch ganz gut gefahren. In Deutschland war man da etwas zögerlicher und ist einen anderen Weg gegangen. Wie war das denn? Ja, man hat dann in einer dieser Nachtsitzungen an einem Wochenende, wo man eben dann die Tatsache, dass die Börsen geschlossen waren, ausnutzen wollte, um dann für die Börseneröffnung montags um 2 oder 3 Uhr, je nach Sommer- und Winterzeit in Japan, eben dann mit neuen Nachrichten präsent zu sein. Also in einer dieser Nachtsitzungen hat man dann den Bankenrettungsfonds SOFIN gegründet, der ausgestattet wurde mit Garantien bis zu 480 Milliarden Euro, die der Bund eben bereitgestellt hat. Also nach dem Motto, wenn jetzt was schief geht, haften wir als Staat Deutschland mit bis zu 480 Milliarden Euro für diese kippeligen Banken. Weil man diesen SOFIN aber nur begrenzt hat für die HRE, später dann für ein paar Landesbanken beispielsweise schon sehr zögerlich war bei der Commerzbank, die zwar auch gerettet wurde, aber mit einer komischen Mischung aus Eigenkapitalzuschuss und Anleihen, die Commerzbank dann schnell zurückzahlen sollte, hat die Bankenrettung sich in Deutschland verschleppt und in Europa war es ziemlich ähnlich. Also da war es so, dass die Politiker in Europa immer jeweils zu sehr auf ihre Banken gehört haben, nach dem Motto, wir wollen nicht zwangskapitalisiert werden, wir schaffen das auch so, wir sind doch gesund, etc. pp. Deswegen wurden wirklich nur die allernotleidendsten Banken überhaupt gerettet, während die USA auch Banken, die an und für sich gesund waren und sagten, sie seien gesund, denen trotzdem noch Eigenkapital aufgezwungen hatten. Und deswegen sind die USA sehr viel schneller und durch diese Krise hindurchgekommen. Sie haben ihre Bankenrettung mit einem Gewinn für den Steuerzahler abgeschlossen. In Deutschland ist das immer noch jetzt unklar. Also das wird jetzt so alles vor sich hin abgewickelt, was noch an Bad Banks beim SOFIN liegt. Es wurde ein Verlust von bisher 22 Milliarden in diesem SOFIN realisiert. Möglicherweise wird er in den nächsten Jahren noch durch Gewinne bei der Abwicklung von anderen faulen Krediten dann doch noch wieder hereingeholt, aber das ist vollkommen unklar. Also was nur klar ist, dass also 480 Milliarden Euro auf gar keinen Fall gezahlt werden müssen. Ja, bevor wir jetzt gleich zum ersten Frageblock kommen und
danach dann die Reise machen von der Bankenkrise zur Eurokrise. Vielleicht noch kurz etwas dazu, warum denn eigentlich Banken in der Volkswirtschaft so eine wichtige Rolle haben und warum das eigentlich so schlimm ist, wenn Banken in die Bredouille kommen und nicht einfach behandelt werden können, wie jedes normale Unternehmen auch, bei dem man sagt, wenn es denn dann Verluste macht und pleite geht, dann geht das Unternehmen eben pleite. Das erleben wir ja ganz häufig und das ist ja ein ganz normaler Vorgang in der Volkswirtschaft. Das Problem ist einfach nur, dass Banken eben in unserer Gesellschaft eine ganz zentrale Funktion haben, weil sie eben Kredite herausgeben, Kredite an Unternehmen, Kredite auch an Privatpersonen und es eben so ist, dass wenn alle Leute auf einmal ihr Geld abheben wollen von ihrer Bank, diese Bank eben dann schnell pleite geht und damit eben so ein Dominoeffekt in Gang kommt, der dann dazu führt, dass am Ende die ganze Volkswirtschaft ins Stocken kommt. Und weil es das im Laufe der Geschichte sehr oft gegeben hat, also vor allen Dingen im 19. Jahrhundert sind reihenweise immer wieder Banken pleite gegangen, es ist immer wieder zu großen sogenannten Bankruns gekommen, hat man dann irgendwann gesagt, dass eigentlich auch die Zentralbanken in solchen Notfällen dafür gerade stehen sollen, dass die Banken eben mit genügend Geldern ausgestattet werden. Und das ist immer wieder passiert und das hat eben auch in dieser Finanzkrise eine große Rolle gespielt. Ja, vielleicht erstmal bis hierhin und die Frage, ob Sie zu dem, was wir gesagt haben, Nachfragen, Verständnisfragen haben. Ob das klar war. Da kommt das Mikro, dann kann man Sie besser verstehen. Das schwedische Bankenrettungskonzept, weil Sie ganz am Anfang erwähnt haben, die Schweden waren da die Ersten. Im Ergebnis haben die positiv abgeschnitten. Ja. Das sollten Sie vielleicht noch mal sagen, wie ging das? Ja, also ein positives Abschneiden durch Eingreifen des Staats. Ja. Ja, also der Staat hat damals ganz beherzt die gesamten Banken verstaatlicht, alle, und von den Börsen genommen. Also die waren dann halt 100% schwedische Banken. Dann haben die aus, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es waren, aber so irgendwie aus 7 macht 3, so ungefähr. Also die haben den ganzen Sektor geschrumpft, also aus einer größeren Zahl von Banken dann drei neu gebastelt und diese dann an die Börse gebracht. Und diese gesunden Banken, die konnten dann an der Börse die Aktien dieser Banken konnten für solche Preise verkauft werden, die eben dann mehr Geld in die Staatskasse gebracht haben, als der Staat vorher hat ausgeben müssen, um die Banken zu retten. Und dazu kam dann noch ein zweiter Aspekt, das war der, dass die Kredite, die man übernommen hat damals, also die man in diese Bad Bank ausgelagert hat, zu sehr niedrigen Konditionen dann später teurer, also besser verkauft werden konnten, als man das gedacht hat und als der Preis gewesen war, zu dem man sie eben in diese Bank eingelagert hat. Also es war noch eine zweite Stelle, an der der Staat dann Geld verdient hat. Wenn ich richtig zugehört habe, dann haben in den 80er oder 90er Jahren, das habe ich nicht ganz verstanden, haben sich die Regeln der Banken etwas verändert. Das hörte sich so an, als wenn die also risikoreicher arbeiten konnten. Wer ist denn dafür zuständig? Wer sagt denen denn, das dürft ihr machen oder das dürft ihr nicht machen? Oder entscheiden die das ganz alleine? Also es gibt ja, das entscheiden sie natürlich nicht alleine sozusagen, die Rahmenbedingungen werden festgelegt durch staatliche oder staatliche Institutionen beziehungsweise durch Gremien, die von verschiedenen Staaten zusammen geschaffen worden sind.
Also wenn man sich gerade zum Beispiel das Kreditgeschäft anguckt, dann hat man immer wieder die Regeln verändert, wie man als Bank Kredit geben kann. Das heißt, mit wie viel eigenem Geld man diese Kredite unterlegen muss, wie diese Risiken auch einzuschätzen sind. Und im Ergebnis hat es aber dazu geführt, dass die Banken sozusagen mit immer weniger eigenen Mitteln immer mehr Kredite aufnehmen konnten und diese Kredite nicht nur benutzt haben, um sie an andere herauszugeben, zum Beispiel an Unternehmen oder Verbraucher, damit diese damit etwas machen, sondern sie sind im Laufe der Zeit hingegangen und haben in immer größerem Stil quasi selbst auf eigene Rechnung gehandelt. Mit Aktien oder mit eben diesen Immobiliengeschäften in den USA. Und dadurch haben sie eigentlich, man sagt dann immer so, ein immer größeres Rad gedreht und damit wurde sozusagen die Balance bei diesen Banken immer ungleicher. Und es wurde immer riskanter, weil es ist ja klar, wenn ich mit einem kleinen, also mit einem gleichbleibenden Eigenkapital immer mehr Geschäfte mache, ist es eben gefährlicher, wenn dann eben bestimmte Geschäfte ausfallen. Also weil das gehört ja auch zum Bankgeschäft dazu, dass immer wieder bestimmte Kredite auch platzen. Das ist ja die Aufgabe einer Bank, aber dadurch sind die Banken insgesamt viel anfälliger geworden. Also vielleicht ergänzend noch, also die 80er und 90er Jahre waren ja das große Zeitalter der Deregulierung. Man hat an allen Ecken und Enden Beschränkungen für die Wirtschaft aufgehoben, speziell eben auch für den Bankensektor. Man war damals überzeugt, die Märkte finden immer die richtigen Preise, die Märkte haben immer recht und man hat geglaubt, dass das auch für die Finanzmärkte gelten würde. Und die große Lehre der Finanzkrise ist, dass eben Finanzmärkte eben nicht so funktionieren wie Warenmärkte und nicht unbedingt den richtigen Preis finden. Und wenn sie das nicht tun, dass es dann eben gefährlich wird für alle. Dann machen wir jetzt hier noch die zwei Fragen und dann... Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Nee. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie die USA und Großbritannien als Vorbild im Bereich der Bankenrettung ansehen. Aber geht das nicht auch einher damit, dass beide Staaten sich enorm verschuldet haben im Rahmen der Bankenkrise, Rettung, was Deutschland in dem Sinne nicht gemacht hat? Und Großbritannien, wäre es im Euro drin, würde jedes Jahr einen blauen Brief aus Brüssel kriegen. Weil die, ich glaube, bei 5% oder so liegen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, das ist richtig. Beide Staaten haben sich in der Bankenrettung sehr hoch verschuldet. Bei den USA ist es so, dass alle Finanzmärkte immer sicher sind, dass die USA, wenn sie sich eine Zeit lang hoch verschuldet haben, dies dann auch in einer angemessenen Zeit wieder zurückführen können. Also für die Vergangenheit stimmt das bei den USA. Ob das jetzt nach dieser Finanzkrise auch wieder so stimmen wird, das können wir in 15 Jahren dann vielleicht beurteilen. Jedenfalls angesichts dessen, wie groß der Bankensektor war und wie verflochten der in der Welt ist, können wir eigentlich dankbar sein, dass die US-Regierung nicht die deutsche Politik der knappen Kassen in der Bankenrettung verfolgt hat. Bei Großbritannien würde ich sagen, ist das Ergebnis so ein bisschen gemischt. Also wenn man sich anschaut, dass Großbritannien seine Banken dann zwar erstmal sehr beherzt auch gerettet hat, aber wenn wir uns jetzt anschauen, dass die doch schon einige Zeit ein ganz gutes Wirtschaftswachstum wieder gehabt haben, aber trotzdem immer noch ziemlich hohe Defizite im Haushalt fahren, also da könnte man dann jetzt auch sagen, sie hätten vielleicht jetzt doch vor 2 Jahren auch mal anfangen können, so ein bisschen mehr wieder auf ihren Haushalt zu achten. Also das ist jetzt meine persönliche Haltung dazu. Man kann es selbstverständlich auch anders sehen. Aber vielleicht sollten wir solche Themen, die doch eher schon in die Diskussion führen, einfach zurückstellen, weil wir wollten jetzt gleich noch einen Blog eben machen, wie es von der Finanz- zur Euro-Krise kam, um dann eben in die Diskussion einzusteigen. Wenn das dort hinten jetzt noch eine Verständnisfrage war, dann nehmen wir die gern noch und dann würden wir weiter fortfahren.
Ich habe jetzt aus Ihrer letzten Antwort nicht ganz verstanden, sind die Amerikaner nur mit einem positiven Ergebnis aus der Bankenrettung rausgegangen oder nicht? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Am Anfang doch. Als ob die Bad Bank quasi aus schlechten Papieren besteht, wie kann man die dann wieder in den Markt bringen, beziehungsweise die schlechten Papiere loswerden, damit man Gewinne bringt? Ja, im Grunde ist die Bad Bank eine eigene Bank, die aufgestellt wird und für die es dann staatliche Garantien gibt, damit sie funktioniert. Und jetzt werden ja die sozusagen schlechten Papiere, die da reingelegt werden, die sind ja zu einem bestimmten Zeitpunkt schlecht und mit einem bestimmten Wert dann bewertet. Und jetzt kann es aber gut sein, dass eben diese Papiere dann am Ende des Tages, die werden ja über lange Zeiten gehalten, die laufen ja teilweise 10, 15, 20 Jahre, dass sie im Laufe dieser Zeit eben an Wert gewinnen und dadurch dann eben wieder doch besser verkauft werden können. Also zum Beispiel sind ja auch jetzt amerikanische Häuser damit dann drin gewesen in den Bad Banks, die waren während der Immobilienkrise dann sehr plötzlich gar nichts mehr wert oder sehr, sehr wenig, und das hat sich dann ja erholt. Also inzwischen kann man die ja auch wieder besser zu höheren Preisen verkaufen als im Jahr 2009. Ja. Ja, dann machen wir mal hier weiter und schauen, wie denn jetzt eigentlich das ganze Szenario weitergegangen ist. Man hat ja dann sehr, sehr schnell, warte mal, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind jetzt von der Finanzkrise zur Eurokrise, und du wolltest mir die Frage stellen, wieso es denn eigentlich kommt, dass aus der Finanzkrise... Ja, ich genau. Wieso ist denn dann eigentlich aus der Finanzkrise die Eurokrise geworden? Ja. Ja, genau. Das lag letztlich daran, dass die Finanzmarktinvestoren dann so verunsichert waren durch die Finanzkrise, durch die Bankenkrise, das Zusammenbrechen aller möglichen Finanzinstitute, Entwertung von vielen Wirtschaftsgütern, dass sie sich jetzt dann wirklich sehr genau angeschaut haben, was denn so alles in den Büchern der Banken so drin steht. Und da sind natürlich auch ganz, ganz viele Staatsanleihen, weil die Staaten sich natürlich auch zu einem gewissen Teil über Schulden, über sehr lange Zeiträume finanziert haben. Und wo dann das allgemeine Misstrauen eben in die Wertigkeit von Schulden, von wem auch immer, gestiegen war, traf das natürlich auch die Staaten und als allererstes in Europa eben Griechenland. Weil, und da war es plötzlich so, dass die Anleihen des griechischen Staates, die in den 10 Jahren davor durchaus als solide immer bewertet worden sind, von quasi jetzt auf gleich nur noch als Schrottpapiere galten, weil man sich sagte, die Griechen haben so viele Schulden, bei der Wirtschaft, die sie haben, und bei der Wirtschaftsstruktur, die sie haben, können die eigentlich gar nicht auf Dauer ihren Schuldendienst tragen, und deswegen vertrauen wir jetzt nicht mehr in griechische Staatsanleihen, und sie wurden dann von jetzt auf gleich sehr stark abgewertet. Die Zinsen, die Griechenland dann hätte zahlen müssen, wären ins Exorbitante hochgeschossen. Und der griechische Staat stand dann relativ schnell vor der Pleite. Und insofern würde ich immer sagen, die Eurokrise ist im Kern eine Vertrauenskrise. Also weder eine Wirtschaftskrise noch eine Schuldenkrise, sondern sie ist eine Vertrauenskrise, weil das Vertrauen darin, dass jeder einzelne Eurostaat seine Schulden schon tragen kann, quasi über Nacht, ausgelöst durch die Finanzkrise, eben weg gewesen ist. Ja, genau, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Finanzmärkte eigentlich alle Euro-Staaten, was die Schuldentragfähigkeit anbelangt, ziemlich gleich gesehen
Und ab dieser Vertrauenskrise wurden auf einmal alle diese Länder wieder sehr unterschiedlich bewertet, ob Griechenland, Italien und die ganzen Südländer vor allen Dingen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Länder eben wie Deutschland oder Holland. Und damit kam man eher wieder zu so Verhältnissen wie die, die es eben vor Einführung des Euro gegeben hatte. Ja, jetzt, warum denn dann eigentlich die Griechen retten? Darüber haben wir ja jetzt jahrelang dann gesprochen und diskutiert, wie wild. Warum hat man sich überhaupt dann mit eben dieser Frage beschäftigt, jetzt in der gesamten Eurozone eben Griechenland zu retten? Und vor allen Dingen, wen hat man eigentlich gerettet? Die Griechen oder den griechischen Staat oder die griechischen Banken? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Protagonisten. Also wenn man sich mal anschaut, wer denn eigentlich betroffen war von dieser griechischen Misere, also wer waren die Gläubiger der Griechen, also wer hatte die griechischen Staatsanleihen, dann waren das eigentlich damals zur Hälfte internationale Institutionen und andere Staaten, aber dann eben auch zu einem ganz gehörigen Anteil Banken aus anderen Euro-Ländern, die eben diese Anleihen gekauft hatten. Und vor allen Dingen waren das eben Banken, die auch aus Deutschland und vor allen Dingen auch aus Frankreich kamen. Das heißt, wenn man über die Rettung der Griechen spricht und über die Hilfen, die wir denen gewährt haben, dann muss man eigentlich sehen, damit haben wir auch erstmal ein ganzes Stück Institutionen geholfen, nämlich Banken geholfen, die eben bei uns und in Frankreich sind und eigentlich wenig den griechischen Bürgern schon mal am allerwenigsten. Ja, und dann ging das ja alles los und wir haben darüber diskutiert, warum hat das denn dann eigentlich alles damals so lange gedauert, bis man dann zu einer Einigung gekommen ist? Ja, das lag daran, dass natürlich erstmal niemand in Europa darauf vorbereitet gewesen ist, dass es jemals zu solch einer Art von Krise kommen könnte. Es gab dann im Jahr 2010, also als Griechenland dann schließlich und endlich auch um Hilfe bat bei den anderen europäischen Ländern, um eben halt sich wieder finanzieren zu können zu erträglichen Konditionen, gab es dann sehr schnell die Forderung nach Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen, die die europäischen Staaten dann hätten an den Markt bringen können. Dann wäre eben die gute deutsche Bonität, da hätte dann auch den Südländern, die damals eben in diesen Schwierigkeiten steckten, dann auch geholfen. Also es wäre dann eine gemeinsame Haftung gewesen aller Euro-Staaten, gemeinsam für alle Schulden der Eurozone. Jean-Claude Juncker, der war damals der Chef der Eurogruppe, der Finanzminister, wollte das zum Beispiel. Viele Südländer wollten das auch, aber die Nordländer und vor allem Deutschland, die Bundesregierung damals, wollte das nicht. Die fürchtete nämlich dass die Südländer einfach weiter sich munter verschulden würden und letztlich der deutsche Steuerzahler die Haftung für Staatsgebaren hätte tragen müssen, worauf dann letztlich die deutsche Bundesregierung aber keinerlei Einfluss hätte nehmen können. Also dieses berühmte Moral Hazard Problem. Also das ist das, was dann eben in der Bild-Zeitung auch immer rumging. Das solide Deutschland muss dann sein hart erarbeitetes Geld an lässige und schlampige Südländer überweisen, die dann einfach so weiter vor sich hin wursteln würden. Das ist natürlich dann auch eine sehr verkürzte Sicht, weil vermutlich, wenn man das beherzt gemacht hätte mit diesen Eurobonds damals im Jahr, Anfang des Jahres 2010, hätte man vermutlich diese Krise sehr schnell auch in den Griff kriegen können, weil die Finanzmarktakteure als diese Diskussion dann in der Eurozone so losbrach, dachten, huch, die helfen sich ja gar nicht gegenseitig, die stehen gar nicht zusammen. Sind die überhaupt eine Währung oder sind die nicht
ja irgendwie ein völlig unkoordinierter Haufen, die gar nicht zusammenstehen, die ihre Währung gar nicht retten wollen. Und wenn es alles Einzelstaaten sind, dann müssen wir uns jetzt jeden einzelnen Staat noch mal extra und noch mal viel genauer angucken, als wir es jetzt ohnehin schon tun. Und dadurch begann dann eben dieser Ansteckungseffekt, dass man eben sagte, okay, die Griechen können ihre Schulden nicht tragen, aber lass uns doch mal die Portugiesen anschauen, wie deren Wirtschaft denn aussieht, auch nicht besonders toll. Ja, die Iren mit ihrer Bankenkrise, die kriegen es sowieso nicht mehr gestemmt. Und so zog die Krise dann eben von einem Staat zum anderen, bis man dann im Jahr 2012 fast vor der Situation stand, dass Italien und Frankreich auch schon kurz davor waren, sich möglicherweise dann nicht mehr selbst finanzieren zu können. Aber für Eurobonds hätte es eben nie eine Mehrheit gegeben in Deutschland, weil 2009 hatten wir eine Bundestagswahl, danach eine schwarz-gelbe Regierung. Bei der FDP wären Eurobonds nie hoffähig geworden und bei großen Teilen der Unionsparteien, das hat sich dann ja im Laufe der Debatte dann sehr deutlich gezeigt, eben auch nicht. Und insofern kann man natürlich kein Projekt dann dauerhaft noch fordern, wo die Leute, die es unterstützen müssten, es schlicht und ergreifend nicht wollen. Da muss man Kompromisse finden. Ich finde es persönlich sehr schade, dass dann auch der Vorschlag vom Sachverständigenrat, also den 5 Wirtschaftsweisen damals nicht, umgesetzt wurde, einen Schuldentilgungsfonds zu machen. Der wäre sozusagen Eurobonds Light gewesen. Man hätte einen bestimmten Anteil der Schulden, den man als nicht tragfähig einstuft, also alles über 60% des Bruttoinlandsprodukts, war da so als Grenze mal angedacht, in einen Fonds übertragen. Den hätten die Euro-Länder dann gemeinsam garantieren können und über 30 Jahre abbauen. Aber dieser Vorschlag war dann eben der deutschen Bundesregierung leider auch zu nah an den Eurobonds. Deswegen hat man den dann leider auch nicht gemacht. Ja, und dann gab es ja auch noch ganz andere Ideen. Zum Beispiel die Idee einer Parallelwährung. Die wurde damals geäußert von ganz unterschiedlichen Seiten. Zum einen geäußert von dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, und zum anderen von Leuten, die sich mit alternativen Währungssystemen beschäftigen, zum Beispiel dem Christian Gelgeri, der Mitbegründer des Chiemgauer ist, oder auch von jemandem wie Christian Felber, der so für die Gemeinwohlökonomie steht. Ja, was stand denn dann auch hinter solch einem dann ganz anderen Lösungsansatz für die Krise? Die Leute haben sich gesagt, es macht eigentlich sehr viel Sinn, wenn man sozusagen für die Wirtschaft in Griechenland, für die inländische Wirtschaft eine andere Währung einführt, ob die jetzt nun Drachme heißt oder Geuro, was zum Beispiel auch mal als Name im Umlauf war, damit sozusagen die wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb Griechenlands mit einer neuen Währung gemacht werden können, auch die Löhne damit gezahlt werden, weil man davon ausging, dass eben diese Währung dann gegenüber dem Euro deutlich niedriger bewertet worden wäre. Das heißt, das Land hätte 2 Währungen gehabt, hätte den Euro gehabt, um damit sozusagen dann auch einzukaufen, und hätte aber seine eigene Währung gehabt und hätte seine eigenen Produkte billiger machen können und hätte dann vielleicht damit die Wirtschaft wieder in Schwung bringen können. Es war dann sogar so, dass 2015 der damalige griechische Finanzminister Varoufakis wohl so einen Plan auch schon in der Schublade hatte und auch darüber nachgedacht hat, ob er das nicht tatsächlich auch in die Tat umsetzen sollte. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil auch der griechische Notenbankpräsident und auch die griechische Politik sonst davon wenig gehalten hat. Aber so verschwand eben dieser Vorschlag wieder in der Schublade, zu Recht eigentlich. Also ich jedenfalls bin heilfroh, dass es zu solchen Experimenten nicht gekommen ist, denn die ganze Idee einer Parallelwährung ist eine Illusion. Sobald man in Griechenland jetzt, also damals oder jetzt oder wann auch immer, eine Drachme ein
führen würde, dann wäre das die griechische Währung und nicht die Parallelwährung. Die Griechen müssten dann alles, was sie einnehmen und was sie erwirtschaften, in ihrer schwachen Drachme ausrechnen, hätten aber alle Schulden und Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit noch in den teuren Euros. Das heißt, ihre Schuldenlast würde sich dann noch verdoppeln und verdreifachen. Und die Wirtschaft hätte dann zwar billigere Produkte, aber weil die griechische Wirtschaft sehr stark im Import abhängig ist, müsste sie eben all die Güter, die sie von außerhalb brauchen, um ihr Land am Laufen zu halten, könnten sie sich erst recht nicht mehr leisten. Also die Folge der Parallelwährung wäre gewesen, dass die griechische Wirtschaft vollkommen den Bach runtergegangen wäre. Man hätte da wahrscheinlich so gut wie gar kein Unternehmen dann mehr erhalten können. Und die Wirtschaftskrise in Griechenland ist ja nun lang genug und schwer genug und tief genug, aber sie wäre noch dreimal so heftig ausgefallen, wenn man solche Parallelwährungsexperimente gestartet hätte. Ja, und dann kam ja der große Moment der Rettung des Euros am 26. Juli 2012. Damals ist der Chef der EZB in London vor die Finanzwelt getreten und hat dann mit einem kurzen Statement dafür gesorgt, dass die Krise zur Ruhe kam, indem er nämlich damals kurz und knapp gesagt hat, die Zentralbank werde alles tun, was zum Schutz des Euro notwendig ist. Und daraufhin brach an den Börsen ein Kursfeuerwerk aus es wurde alles sehr euphorisch gesehen. Und da sieht man dann auch in diesen Momenten, wie viel Psychologie in diesem ganzen Finanzmarktgeschehen drin steckt wie sehr doch sozusagen einzelne Äußerungen und dann eine solche Wende quasi herbeiführen können, weil zu dem Zeitpunkt wusste natürlich auch noch niemand so richtig, was das denn eigentlich bedeutet. Und es musste auch gar nicht umgesetzt werden. Also es hat quasi gereicht zu sagen, die Europäische Zentralbank tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Währung dann stabil wurde. Zwei Monate später hat sich dann der EZB-Rat zusammengesetzt. Das ist das oberste Beschlussgremium der Europäischen Zentralbank. Und da sitzen die sechs Direktoren der EZB drin und die nationalen Notenbankchefs. Und die haben dann damals ein Anleiheprogramm beschlossen, was es eben der EZB gestattet, Anleihen auf dem Markt aufzukaufen. An der Stelle muss man sozusagen mit der Kernfrage auch des Verhältnisses von europäischer Zentralbank bzw. Notenbanken und Staaten beschäftigen. In der Vergangenheit ist es sozusagen immer eines der größten Probleme gewesen, dass sich Staaten mittels der Notenbank finanziert haben. Das heißt, wir leben ja in einer Welt mit einer Papierwährung, die quasi grenzenlos gedruckt werden kann. Und wenn man natürlich zu viel Geld in Umlauf bringt, dann haben wir eben das große Problem der Inflation. Und da erinnern wir uns ja gerade in Deutschland dann auch schmerzlich dran. Deswegen ist das Konstrukt der Europäischen Zentralbank so, dass sie eben unabhängig ist von der Politik zum einen, und ihr oberstes Ziel ist es eben, für Geldwertstabilität zu sorgen. Das heißt, dass die Inflation nicht höher sein soll als 2%. Und deswegen ist dann in diesem Zusammenhang immer mit diesen Rettungsprogrammen, die EZB gemacht hat, darüber diskutiert worden, ob das nicht dann doch indirekt sozusagen eine Finanzierung der Staaten durch die Notenbanken ist. Der Trick, den man sich dann dabei eben der Weg, den man sich dabei ausgedacht hat, ist eben, dass die Notenbanken diese Anleihen der Euro-Staaten auf dem Markt aufkaufen und nicht direkt von ihnen. Und das wurde eben dann auch als regulär angesehen. Jedenfalls
waren die Klagen, die es dagegen gegeben hat, bisher nicht erfolgreich. Also der Europäische Gerichtshof, der ja zuständig ist für die EZB als europäische Institution, hat geurteilt, dass also dieses Programm, was ja nie umgesetzt wurde bisher, die Ankündigung hat ja gereicht, um für Ruhe unter den Finanzmarktakteuren bisher zu sorgen, wurde vom Europäischen Gerichtshof ja als klares geldpolitisches Instrument eingeordnet. Das Bundesverfassungsgericht ist da immer noch so ein bisschen skeptisch und der Prozess ist ja noch anhängend. Da muss man mal sehen, ob die da jetzt dann noch zu einer anderen Einschätzung kommen. Aber anscheinend, so wie es so aussieht, wollen sie sich da jetzt doch dem Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung beugen, aber noch so ein paar kritische Anmerkungen dann in ihr Urteil schreiben. Jedenfalls ist es das, womit ich an dem Punkt dann rechne. Ja, die EZB, also Mario Draghi, hat zumindest im Jahr 2012 im Sommer den Zusammenbruch des Eurosystems verhindert mit dieser Ankündigung. Ich glaube, das kann man rückblickend dann schon so einschätzen, weil die europäischen Regierungen, die haben zwar nach und nach Rettungspakete geschnürt, aber es ging immer so ein bisschen zu nach dem Motto zu spät und zu wenig und deswegen war das dann sehr oft für die Finanzmarktakteure nicht besonders glaubhaft. Aber unter diesem Schutz dieses Programms der EZB, whatever it takes, was Herr Draghi so schön gesagt hat, wir werden tun, was auch immer notwendig ist an Anleihekäufen, um halt den Euro zusammenzuhalten, gab es dann ja doch nach und nach auch Beschlüsse der Eurozonenregierung, die dazu geführt haben, dass jetzt diese Euro-Rettungsarchitektur so ausgestaltet ist, dass sie durchaus auch kleine bis mittlere Krisen durchaus im Euroraum jetzt auch auffangen kann. Zu Anfang war es ja so, dass man immer versucht hat, mit so zeitlich begrenzten Konstrukten wie dem EFSF, der dann auslaufen sollte schon nach 2 Jahren, sich so ein bisschen über die Runden zu retten und bloß nicht irgendetwas zu schaffen, was eben dauerhaft eine Art von Haftungsunion wäre. Davon ist man dann so schleichend abgekommen. Inzwischen gibt es den europäischen Stabilitätsmechanismus. Das ist eigentlich sowas, fast schon sowas Ähnliches wie ein IWF für Europa. Also ein Fonds, der eben auch dauerhaft ist, der ein Grundkapital hat und den eben dann auch jedes notleidende Euroland anrufen kann, wenn es unter Druck gerät, um dann mit dem ESM und den anderen Euro-Regierungen ein Reformprogramm zu vereinbaren und dann eben auch entsprechend garantierte Kredite aus diesem Fonds beziehen zu können. Außerdem hat man dann ja auf deutschen Druck diesen Fiskalpakt geschaffen, der versucht, eben die Haushaltspolitik der einzelnen Euro-Staaten besser zu koordinieren und darauf zu achten, dass die Verschuldung in den einzelnen Euro-Staaten nicht zu groß wird. Der funktioniert im Prinzip so ähnlich wie die deutsche Schuldenbremse halt für alle Euro-Staaten. Und man hat eben auch die Bankenregulierung europäisch vereinheitlicht und die Aufsicht eben auch vereinheitlicht und unter das Dach der EZB gebracht, dass also jetzt nicht jede einzelne Euro-Regierung im Zweifel ihre Währung wieder so rettet, wie sie meint, sondern dass das eben nach gemeinsamen Regeln unter dem Dach der EZB stattfindet. Ja, wir hatten jetzt hier noch eine kurze Verständnisfragenrunde geplant, wobei wir mit Blick auf die Uhr wirklich auch nur reine Verständnisfragen jetzt annehmen, während wir alle anderen jetzt in den Diskussionsblock schieben. Der kommt jetzt dann auch in einer Viertelstunde, versprochen. Also gibt es noch Verständnisfragen? Ja. Warten wir eben kurz auf das Mikro. Was ich vermisse bei Ihnen, was ich verstehen möchte: Wir haben viel Tränen geweint in den letzten Jahren, wenn die Begriffe Hedgefonds und Ratingagenturen fielen. Da habe ich gar nichts von Ihnen gehört. Das hat aber auch irgendwie einen großen Einfluss. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn man diese ganzen Krisen hier zusammenfasst. Die Ratingagenturen haben die große Rolle gespielt am Anfang der Krise. Zum einen, als es eben um diese Subprime-Krise in den USA ging, weil es war ja so, dass diese neuen Produkte, die damals die Banken kreiert haben, in die sie die Immobilien reingepackt haben in den USA, einen Stempel bekamen, quasi wie viel ist das Ganze wert. Den Stempel haben die Ratingagenturen da drauf gesetzt und sie haben eigentlich diese ganzen auch teilweise hochriskanten Immobilien Geschichten mit einer super Bonität ausgestattet. Das heißt, da war dann überspitzt gesagt jetzt überall der Stempel 1A drauf und deswegen wurde es eben dann auch von so vielen Banken, zum Beispiel auch in Deutschland oder Pensionsfonds, gekauft, weil die sich nur orientiert haben an diesen Bonitätssiegel, das von den Ratingagenturen kam. Und an dieser Stelle haben Ratingagenturen natürlich eine total fatale Rolle gespielt und damals ist ja auch dieses Grundproblem offensichtlich geworden, dass es eigentlich vielleicht keine gute Idee ist, dass die Finanzinstitutionen, die Produkte herstellen, auch diejenigen sind, die den bezahlen, der diese Finanzprodukte bewertet, nämlich sprich die Ratingagenturen. Danach gab es eine große Diskussion auch darüber, ob man nicht auch so etwas wie eine europäische Ratingagentur schaffen soll, weil eigentlich die maßgeblichen Institutionen alle in den USA sitzen, also Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Da ist man aber nicht weitergekommen, das ist gescheitert. Man hat auch an der Geschichte nichts Großartiges geändert. Aber Sie haben völlig recht, also die Ratingagenturen sind da ein sehr zentraler Spieler und die Ratingagenturen sind ja auch diejenigen, die dann auch die Staaten bewertet haben. Das heißt, die bewerten ja nicht nur die Schulden jetzt von Privatleuten oder Unternehmen, sondern auch von Staaten. Und damit unterliegen sozusagen auch die Staaten ganz maßgeblich immer diesen Urteilen der Ratingagenturen. Also wobei man für die Ratingagenturen so ein paar kleinere Regeln geschaffen hat, dass die jetzt dann doch ein bisschen sorgfältiger arbeiten und begründen müssen als vorher. Es gibt inzwischen kurioserweise dann auch eine chinesische Ratingagentur am Markt, die allerdings dann nicht wirklich die Bedeutung erreicht hat. Insgesamt kann man vielleicht sagen, weil die Ratingagenturen als Krisenverschärfer und auch immer als Agenturen sich gezeigt hatten, die mit dem Markt laufen und nicht als Frühwarnsystem taugen, dass inzwischen die Ratings der Ratingagenturen nicht mehr die Bedeutung haben, die sie vor der Finanzkrise hatten. Verständnisfragen? Oder dann? Unter diesen Bedingungen, nationalstaatlichen Bedingungen, war es jedem Staat möglich, Geld zu drucken, die Druckmaschinerie anzuwerfen. Das geht jetzt unter europäischen Bedingungen nicht mehr. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, also es kann kein Staat mehr Euros drucken. Und anstelle dieser Druckmaschinerie ist nun eine EZB da, die irgendwelche die Anleihen ausgibt. Ganz so nicht. Also zum einen ist das Modell, was wir heute bei der EZB haben, entspricht im Grunde auch dem, was wir vorher zum Beispiel bei der Bundesbank hatten. Also da sind jetzt keine neuen Regeln eingeführt worden. Natürlich stellt die Europäische Zentralbank Geld her. Also das Geld, was wir haben, kommt schon von der Europäischen Zentralbank. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man Riegel das immer da reinschiebt, dass die Zentralbank keine Schulden, also keine Schuldanleihen der Staaten direkt kauft. Weil das wäre quasi sozusagen dann die direkte Staatsfinanzierung. Also wenn der Bund Schatzbriefe herausgibt und die EZB kauft die direkt dem Bund ab und gibt dem Bund dafür Geld, dann wäre das eben die direkte Staatsfinanzierung. Den Mechanismus, den gibt es eben grundsätzlich nicht. Was jetzt passiert ist, ist, dass Anleihen, die vorher schon Institutionen gekauft hatten und die im Markt waren, wie man das dann nennt, dass die dann von der EZB gekauft worden sind. Aber dann eben von einer Bank zum Beispiel, aber nicht direkt eben von den Staaten. Aber womit Sie natürlich recht haben, ist, dass das nationalstaatlich, also die Bundesbank kann jetzt nicht in dem Sinne Euro drucken, also das macht die EZB für alle 19 Euro-Mitgliedstaaten.
Ja. Sie hatten von der Parallelwährung Währung gesprochen in Griechenland, Drachme und Euro. Meinen Sie damit den Austritt aus dem Euro von Griechenland oder ist es wieder nochmal ein anderes Modell? Nein, das war jetzt das Modell, wo man sozusagen zwei Währungen parallel in Griechenland gehabt hätte und nicht Austritt, wobei es jetzt alle diese Varianten in dieser Diskussion gegeben hat. Eben. Es ging an der Stelle einfach darum, sozusagen auch noch so einen alternativen Lösungsansatz mal. Aber die haben Sie jetzt nicht bewertet, den Austritt haben Sie jetzt nicht näher erläutert. Nee. Also es gibt ja keine Parallelwährung, wie gesagt, und meine persönliche Wertung ist, dass Parallelwährungen im Euroraum auch nicht funktionieren würden. Und der Austritt auch? Also der Austritt, der würde schon, also den könnte es schon geben, aber der wäre meiner Meinung nach verheerend für das Land. Wir wollen jetzt nicht die Diskussion vorwegnehmen. Können wir vielleicht, dann machen wir mal kurz, also wir wollten jetzt noch mal ganz kurz auf die Nebenwirkungen der Rettungspolitik kommen und dann in die Diskussionsrunde. Und ich glaube, dass wir dann eben noch mal tiefer einsteigen. Ja, wenn man, nachdem wir jetzt viel über die Rettung von Banken und der Konjunktur gesprochen haben, sollte man aber auch zumindest mal erwähnen, dass auch eine brutale Parallelpolitik gegeben hat. Also die Institutionen in Europa haben ja dafür gesorgt, dass eben in den Krisenstaaten, ob das nun Griechenland, Spanien, Irland oder Portugal war, die Staaten dann eine strikte Sparpolitik einleiten musste. Und das hat schon sehr viele Menschen getroffen. Also wenn man sich das, es sind ja nicht nur Sozialprogramme gekürzt worden, es hat auch Eingriffe in die Tarifautonomie gegeben. Es sind in den südlichen Ländern häufig die Tarifverhandlungen von zentralen Verhandlungen der Gewerkschaft mit den Unternehmen auf die Betriebe verlagert worden, weil das flexibler ist und weil man da auch häufig weniger Löhne findet. Es sind Mindestlöhne gekürzt worden. Es sind Deregulierungen im Arbeitsmarkt durchgeführt worden. Also es hat einen massiven Preis gekostet, auch diese Rettung, also diese, wenn die Staaten eben Geld aus diesen gemeinsamen Töpfen oder Sicherheiten bekommen haben, mussten sie dafür auch eine Menge bezahlen. Und man hat auch ziemlich unterschätzt, wie sehr das dann auch die wirtschaftliche Erholung in der ganzen Eurozone und in Europa behindert. Also dadurch, dass eben die Leute, die normalen Menschen an vielen Stellen sehr viel weniger Geld in den Taschen hatten, ist das auch ein ganz zentraler Punkt dafür gewesen, dass die Wirtschaft bis heute in Europa vor sich hindümpelt. Ja, die Sparpolitik, da gebe ich dir recht, hat in der Rezession, die in den Euro-Krisenstaaten ja dann etwas tiefer war und länger gedauert hat und in Griechenland auch immer noch andauert, krisenverschärfend gewirkt. Dummerweise allerdings, an dem Punkt tue ich mich dann auch persönlich durchaus schwer, ist es ja so, dass in all den Krisenländern die Schuldenstände dann durch diese Vertrauenskrise dann sehr schnell, sehr stark auch anzusteigen drohten und teilweise auch angestiegen sind. Deswegen war man in diesen Staaten dann nicht wirklich in der Lage, durch große Konjunkturpakete, die man wiederum kreditfinanziert, dann auch noch für Wachstum zu sorgen. Also da war man wirklich in der Situation dann eben auch in einer Zwickmühle. Und der Preis der Sparpolitik, der ging dann auf Kosten der Leute. Das ist leider richtig. Aber ich fürchte eben, dass man ganz ohne Strukturreformen und ohne Sparpolitik auch es nicht hätte schaffen können, also die grundlegende Krise wirklich einzudämmen. Was man jetzt sieht in den Ländern, die gerettet wurden durch Euro-Rettungspakete, wächst ja inzwischen auch die Wirtschaft wieder, außer in Griechenland. Also ich würde immer sagen, Griechenland ist nach wie vor ein Sonderfall, von dem man nie so richtig weiß, wann die Probleme dort wirklich gelöst sein werden. Also damit werden wir wahrscheinlich auch
dann ein Stück weit halt leben müssen, noch eine Zeit lang. Ja, was muss heute passieren, um halt die Eurozone weiter zu stabilisieren als Eurozone insgesamt? Ich bin der Meinung, es wäre theoretisch schon sinnvoll, mehr Europa in der Eurozone zu haben, die Eurozone stärker zu integrieren, mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik zu machen. Es ist ja auch so, Schäuble und auch Weidmann fordern stärkere Integration, auch Macron, der französische Wirtschaftsminister, fordert das. Nur meinen die alle was Unterschiedliches. Die Deutschen meinen, wir müssten strenger sein, wir müssten mehr sparen, wir müssten den Schuldenabbau vorantreiben. Macron meint, wir müssten stärker eine investierende Wirtschaftspolitik in der Eurozone betreiben, gemeinsam. Vermutlich wäre es gut, eine Kombination aus beiden Ideen zusammenzustricken, die dann sowohl zu Investitionen führt, als auch darauf achtet, dass die Schulden nicht aus dem Ruder laufen. Nur wenn man sich realistisch anguckt, wie zurzeit die politischen Gegebenheiten sind in der Eurozone, halte ich es für relativ unrealistisch, dass wir im Moment da zu weiteren Integrationsschritten kommen können, weil eben die meisten europäischen Staaten das schlicht zurzeit nicht wollen. Das sieht man ja auch an der Flüchtlingskrise, dass die Staaten sich eher auseinanderentwickeln als zusammenentwickeln. Ja, wo ich zurzeit leider nur sagen kann, ich finde es schade, aber auf kurzfristig werden wir es wohl nicht ändern können, oder? Ja, und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Euro am Ende des Tages auseinanderfliegt, denn die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die sind so groß und die Bereitschaft, sich anzunähern, die ist eigentlich kaum vorhanden. Also dazu müssten zum Beispiel in Deutschland die Löhne ganz drastisch steigen. Das würde uns alle freuen oder sehr viele. Aber zum Beispiel würde es nicht die deutsche Exportwirtschaft freuen. Aber die Unterschiede zum Beispiel von den Löhnen zwischen Deutschland und den ganzen Nachbarstaaten, die sind so drastisch, weil Deutschland längst eine Art Billiglohnland innerhalb des Kontinents ist. Aber ich sehe da keinerlei Änderungen. Also fliegt es auseinander. Also ich glaube das nicht. Schlicht und ergreifend deshalb, weil kein einziges Land der Eurozone wirklich ein ökonomisches Interesse daran haben kann, dass der Euro auseinanderfliegt. Jedes Land, was jetzt aus dem Euro hinausfliegen würde, hätte dadurch so viele Nachteile, dass dann, wenn diese Situation mal wieder drohen sollte, sich vermutlich doch immer wieder alle zusammenraufen werden, damit es genau dazu nicht kommt. Weil wenn eins rausfliegt, dann gibt es sofort wieder Ansteckungsgefahren, auch für andere Länder. Wirtschaftskrisen würden dann am Horizont wieder auftauchen. Und deswegen glaube ich, dass es dazu nicht kommen wird. Das ist so ähnlich wie mit der Zahnpastatube. Wenn man jetzt erstmal die Zahnpasta draußen hat, kriegt man sie nicht zurück. Wenn man den Euro auflösen würde, wäre es nicht mehr so, wie es vor Einführung der Eurozone gewesen ist. Also insofern denke ich, der Euro wird sich weiter vor sich hin wursteln. Ja, und jetzt können wir uns ja auch fragen, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Also man spricht ja über sehr, sehr abstrakte Strukturen und das ist alles sehr weit weg. Das spielt sich dann immer meistens in Brüssel in den berühmten Nachtsitzungen ab. Aber können wir überhaupt eigentlich als Bürger zu fairen europäischen Finanzstrukturen irgendetwas beitragen? Also sehr viel jedenfalls zumindest nicht, wenn man sich anschaut, was man jetzt da als Verbraucher zum Beispiel leisten könnte. Also man kann sich natürlich vorstellen, wir haben dieses Problem too big to fail, über das wir gesprochen haben, dass gerade große Banken dann, wenn es zu einer Krise kommt, unbedingt gerettet werden müssen. Das ist
bei kleinen nicht der Fall. Da könnte man sich dann zumindest als Verbraucher schon mal überlegen, ob man nicht dann eher zu den kleinen Banken geht, damit man hinterher als Steuerzahler nicht die großen mit retten muss. Das ist sowieso vielleicht auch keine verkehrte Idee, weil wenn man sich dann mal anguckt, wie die so dezentral aufgestellte Banken, also ob Volksbanken, Sparkassen oder vor allen Dingen auch dann so ethisch und ökologische Banken agieren, dann gibt es da doch deutliche Unterschiede. Und vielleicht sollte man sich auch überlegen, dass man nicht unbedingt immer in so anonyme Finanzprodukte investiert und dann nur auf die Rendite schaut, wenn man eigentlich gar nicht weiß, hat man da jetzt eigentlich ein Finanzprodukt gekauft, wo vielleicht dann gegen den Euro gewettet wird am Ende des Tages und ich bin damit beteiligt oder nicht. Also vielleicht ist es dann doch eine gute Idee, man schaut, dass man so Finanzprodukte kauft, die einen echten realwirtschaftlichen Bezug haben. Also was weiß ich, zum Beispiel sich an einem Fonds beteiligt, der dann Flächen für Biobauern sichert. Sowas gibt es heute alles und muss man sich wohl politisch einmischen, wenn man wirklich etwas an diesen Finanzregeln verändern will. Also ich halte ehrlich gesagt die direkten Einwirkungsmöglichkeiten einzelner Bürger auf das ganze große Finanzsystem für sehr begrenzt. Also persönliche Entscheidungen für ethische Investments finde ich durchaus auch gut, aber das ist eine persönliche Entscheidung, mit der man sich dann persönlich vielleicht auch besser fühlt. Aber ich glaube nicht, dass das die große Systemveränderungskraft hat. Ich halte es allerdings für sehr, sehr wichtig, zu Wahlen zu gehen, um halt zu bestimmen, wer das Land regiert. Dummerweise muss man ja heutzutage die Wichtigkeit von Wahlen schon betonen angesichts der Wahlbeteiligung, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Es würde wirklich helfen, wenn das einfach wieder mehr Begeisterung auslösen würde. Und es würde auch helfen, wenn sich wieder mehr und auch neue Leute in den etablierten demokratischen Parteien wirklich engagieren würden. Also nicht einfach nur rummeckern und in sozialen Foren schimpfen und aber die Parteien sich so austrocknen lassen, die wir nun haben als Institutionen, die ja in der Verfasstheit unseres Systems auch wirklich etwas bewegen können. Und deswegen hielte ich es für sehr wichtig, wenn man sich an dem Punkt wieder mehr engagieren würde, als das heutzutage so modern ist. Weil der Bundestag, also es wird da ja auch immer viel geschimpft, dass der Bundestag sich nicht wirklich damit beschäftigt hätte, mit den Euro-Rettungspaketen. Finde ich, stimmt nun wirklich überhaupt nicht. Ich habe die ganzen Debatten im Bundestag dazu auch verfolgt. Da wurde sehr engagiert debattiert, sehr ausführlich debattiert und die Leute haben sich wirklich auch damit beschäftigt. Und eben auch mit diesem Diktum von Merkel, there is no alternative, was ja nun wirklich nicht stimmt. Die Alternative wäre eben eine sehr viel stärkere, sehr viel tiefere, sehr viel europäischere Wirtschaftskrise gewesen. Und die wollte man vermeiden und die hat man wenigstens vermieden. So, an dem Punkt wollten wir jetzt hier erstmal schließen und jetzt in die Diskussion einsteigen. Ja, vielen Dank erstmal. Ich schalte mich jetzt wieder ein, um die Fragen zu moderieren. Ich bräuchte den Stuhl da jetzt. Oh, super, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, es waren ja viele Meldungen schon, wollte ich nochmal auf die Thesen vom Anfang zurückkommen. Da habt ihr ja sehr immer die gegensätzliche Behauptung aufgestellt. Was ist denn jetzt die Quintessenz der Ausführungen zu diesen fünf Fragen? Also bei der ersten, beim ersten Paar, die EZB ist der Feind des deutschen Sparers oder nein, sie ist der Retter des deutschen Arbeitnehmers. Das stimmt natürlich beides. Der deutsche Sparer hat natürlich den Nachteil der niedrigen Zinsen, kann sich allerdings freuen, dass die Inflation auch sehr niedrig ist. Das heißt also, ganz so schlimm sind die Zinsen dann letztlich in ihrer Wirkung nicht.
Aber die Tatsache, dass die EZB die ganz tiefe Depression ja dann auch verhindert durch die niedrigen Zinsen, macht sie zum Retter des deutschen Arbeitnehmers, weil wenn die Wirtschaft hier zusammenklappen würde, wären eben sehr, sehr viele Leute arbeitslos. Insofern ist sie der Retter des deutschen Arbeitnehmers. Ja, und bei der nächsten These, also die EZB hat die Euro-Krise jedenfalls bisher beendet. Das heißt aber nicht, dass die Krise nicht irgendwann wiederkommen könnte, aber sozusagen die EZB und überhaupt mit den Mitteln der Geldpolitik ist das gemacht worden, was man damit machen kann. Und jetzt müsste man eigentlich auf Ebene der Politik schauen, dass man entweder über Fiskalpolitik, also über Stimulierung jetzt der Wirtschaft den Euroraum in Gang bringt und auch eine engere Zusammenarbeit herstellt. Nur das kann die EZB nicht, also eine Harmonisierung von Politikfeldern wie Fiskalpolitik oder auch bestimmte soziale Mindeststandards, das ist sozusagen Aufgabe jetzt der Regierung und das kann Draghi nicht. Ja, dann hatten wir als drittes das Paar, die Banken sollen sich doch selber retten. Um Himmels Willen, große Banken reißen ganze Volkswirtschaften in den Abgrund. Da ist es klar, die These, die Banken sollen sich doch selber retten, ist gefährlich. Man sollte sie versenken. Man sollte also die These versenken und immer große Banken retten, damit sie die Volkswirtschaften nicht in den Abgrund reißen. Ja, und dann hatten wir die These, Deutschland ist der Zahlmeister Europas. Deutschland zahlt sicher in die Brüsseler Kassen eine Menge ein, aber unter dem Strich ist gerade, wenn man sich die Wirtschaftsentwicklung anguckt, Deutschland der absolute Profiteur des Euro-Wirtschaftsraums und insofern auch wahrscheinlich nicht der größte Profiteur, das sind natürlich schon die Länder, die direkt gerettet worden sind, aber ein sehr großer Profiteur der Euro-Rettungspolitik. Und zum Zahlmeister kann man noch sagen, dass richtig gezahlt ja nicht wurde, sondern es sind bisher reden wir über Garantien, die der Bundeshaushalt eben gibt für die Kredite, die dann eben das Schlimmste in den Südländern verhindert haben. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass der Steuerzahler da noch größere Beträge wirklich wird bezahlen müssen. Anders sähe es allerdings aus, wenn man Länder aus dem Euro rauskickt. Dann würden natürlich ganz schnell die Garantien, die Deutschland gegeben hat, dann auch fällig werden. Insofern ist es mir bis heute unverständlich, warum Finanzminister Schäuble es wirklich so auf den Grexit hat ankommen lassen in der letzten Runde der Griechenland-Rettung, weil das hätte er dann zu einem gewissen Teil mit etlichen Milliarden auch aus dem Bundeshaushalt finanzieren müssen. Dann hatten wir noch, die Länder des Südens wurden kaputt gespart. Nein, die Länder des Südens hatten versäumt, ihre Wirtschaft zu modernisieren und mussten das jetzt nachholen. Da tendiere ich mehr zur zweiten These und Kaspar wohl eher zur ersten, oder? Ja. Naja, weil meiner Meinung nach das einfach übertrieben worden ist mit der Austeritätspolitik. Und wenn man sich anschaut, wie sich Arbeitslosigkeit in den Ländern entwickelt hat, was für eine Perspektivlosigkeit viele junge Menschen in Südeuropa haben und man auch kein wirkliches Ende da dieser Durststrecke sieht, dann denke ich, ist da einfach übertrieben worden. Und es gab auch am Anfang der Euro-Krise auch große Ideen, was man denn anders machen könnte und dass man eben diesen Ländern auch eben noch anderweitig unter die Arme greift, aber da ist aber wenig passiert, also viel zu wenig. Ja, man hätte vielleicht etwas mehr da tun können, dennoch ist es auch nicht falsch zu sagen, dass es Modernisierungsdefizite in einzelnen Ländern des Südens gegeben hat, also in Griechenland auf jeden Fall, und dass da manches dann auch nachgeholt werden musste. Das ist dann leider auch der Fall. Man hätte es an manchen Punkten handwerklich besser machen können und dann wären die Nebenwirkungen auch nicht so schwer geworden. Gut, vielen Dank erstmal. Jetzt können wir in die Diskussion einsteigen. Was wollen Sie kommentieren? Bitte fangen wir, wir gehen mal von links nach rechts.
Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, gibt es Beispiele, wo Währungsunionen in der Geschichte wieder zerfallen sind? Und die zweite Frage, also wenn Sie die haben, würde mich das interessieren, wie das denn dann gelaufen ist, ob es wirklich so fürchterlich war für die Beteiligten. Und die zweite Frage bezüglich der Schulden. In Deutschland ist es ja so, dass die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen. Wenn der Staat auch spart, was passiert mit der Wirtschaft? Und wie sieht das europäisch aus? Ist das Verhältnis, dass die Unternehmen und die Privaten sparen, in anderen EU-Ländern auch so wie in Deutschland? Wenn dem so wäre, ist doch die Folge, dass die Staaten sich verschulden müssen, weil sonst, was soll man mit dem gesparten Geld machen? Wer investiert dann noch? Ja, wir sammeln jetzt 2 bis 3 Fragen jeweils. Und hier noch eine Frage, dann kommen Sie dran. Kann man durch Trennung von Kreditbanken und Investmentbanken die Spekulation wesentlich eliminieren? Und hier vorne noch. Ja, zur Arbeitslosigkeit in Griechenland hätte man nicht auch seitens der europäischen Länder die Arbeitslosigkeit in Griechenland etwas verhindern können. Ich denke an die Jugendarbeitslosigkeit. Die war doch in Griechenland sehr immens. Und es sind doch, soweit ich gelesen habe, sehr viele Jugendliche haben Griechenland verlassen und sind in andere europäische Länder gegangen, um hier eine bessere Arbeit zu bekommen. Die sind nach dem Norden, in die nordeuropäischen Länder gegangen, auch nach Deutschland. Okay, danke schön. Wollt ihr jetzt darauf schon mal antworten? Gut. Also Währungsunion hat es schon eine Menge gegeben und es sind auch schon eine Menge Währungsunionen wieder auseinandergefallen, vor allen Dingen, wenn es eben keine einheitliche sonstige Politik in dieser Währungsunion gab. Das ist ja die Krux des Euros. Wir haben eine gemeinsame Geldpolitik und wir haben aber die anderen Politikfelder zum größten Teil, also so zum Beispiel Fiskalpolitik, die sind eben weiter national. Und das macht es eben immer so schwierig. Es gibt dann auch so Zwischenpolitiken, also bestimmte Dinge, die man dann schon auch gemeinschaftlich stärker zusammengezogen hat, wie jetzt zum Beispiel bei dem Thema der Banken. Also da hat man jetzt eine Bankenunion geschafft, wo jetzt gemeinsam versucht wird, das Problem in den Griff zu bekommen. Aber solange das sozusagen nicht aus einer Hand ist, ist es sozusagen immer ein Stück weit fragil. Und damit muss man dann wohl auch leben. Bist du eine, oder? Ja gut, das Problem ist so ein bisschen, es gibt zwar Währungsunionen, die wieder auseinandergefallen sind, die waren aber alle so ein bisschen anders gestrickt als der Euro. Für das ganz große historische Wissen müsste ich jetzt auch dann ehrlich gesagt nochmal wieder in die Bibliothek eintauchen. So von Währungsunionen, die ich kenne, also so ein bisschen ist in Afrika diese französischsprachige in Westafrikas mit dem CEFA, die ist aber mehr oder weniger gebunden an den Franc und inzwischen eben an den Euro. Insofern ist das mehr so eine Art Anbindung, wie es ja eben auch dann, was weiß ich, in den argentinischen die argentinische Währung eine Zeit lang mal an den Euro, an den Dollar gekoppelt war. Das sind ja in dem Sinne dann andere Konstrukte als der Euro. Deswegen wüsste ich jetzt nicht so richtig, ob es in der Historie tatsächlich eine dem Euro vergleichbare Währungsunion gegeben hat, die sie dann nicht gehalten hätte. Also fühle ich mich ein bisschen überfragt gerade. Also wenn man sich das anschaut mit diesem Trennbankensystem und Investmentbanken, das war ja auch so ein zentrales Thema, was im Laufe der Finanzkrise diskutiert worden ist. Der Vorschlag, da eine strikte Trennung einzuführen, wurde ja auch vor allen Dingen in den USA von dem ehemaligen Notenbankenpräsidenten Volcker gefordert. Es ist strikt, ist es nicht umgesetzt worden, wobei man hat sozusagen da schon
das etwas erschwert. Also der Charme dieser Idee ist ja zu sagen, das normale Bankgeschäft von Otto Normalverbraucher, das, was so normalerweise in so einer Sparkasse oder auf Raiffeisenbank abgewickelt wird, aber auch eben in Teilen der Großbanken, das packt man in die einen Institute und die gefährlichen und riskanteren Geschäfte, eben diese Investmentgeschäfte, die packt man in andere Institute, damit man dann, wenn es eben zu Krisen kommt, sagen kann, wir retten eigentlich nur dieses normale Geschäft und das andere lassen wir dann eben den Bach runtergehen. Aber da diese ganze Finanzkrise gezeigt hat, dass die Geschäfte so dermaßen miteinander verwoben sind, ist diese Idee, die theoretisch einen unglaublichen Charme hat, praktisch eben kaum umzusetzen, ohne dass man am Ende des Tages dann doch wieder diese Nebenwirkungen hat, für die man dann doch wieder aufkommen muss. Ja, dann das Thema Sparen, privat und öffentlich. Gut, wenn alle überall immer nur sparen würden, dann würde es natürlich keine Investitionen mehr geben, aber so ist es natürlich nicht. Also es gibt ja nur sehr wenige Staaten, beispielsweise, die keine Neuverschuldung in ihren öffentlichen Haushalten machen. Also jenseits von Deutschland sind das sehr wenige. Was die private Verschuldung angeht, also zum Beispiel, wenn man so ein Land wie Italien sieht, die haben zwar eine sehr hohe öffentliche Verschuldung, aber die private Verschuldung ist dann sehr viel niedriger als beispielsweise auch in vielen Nordstaaten, auch teilweise als in Deutschland. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass wirklich überall also nur hart gespart würde und nichts investiert würde. Ja, und dann hatten wir noch die Frage zu Griechenland und den Jugendlichen. Also ich würde es gar nicht nur auf die Jugendlichen beschränken. Also mir hat einfach in dieser ganzen Euro-Krise dann da auch mal die große Fantasie gefehlt. Also man hätte ja auch sagen können, es ist klar, dass in Griechenland eine Wirtschaft wieder neu aufgebaut werden muss. Was könnte das denn sein? Und es gab am Anfang ja auch so in kleinen Kreisen wurde dann diskutiert, ja, dann soll doch Griechenland irgendwie Sonnenenergie für Europa herstellen. Oder jemand hatte auch mal die Idee, dann soll man doch so ein europäisches Projekt starten, wo Griechenland damit beauftragt wird, das Mittelmeer zu säubern. Also wie auch immer, aber dass man sozusagen mal Ideen entwickelt hätte, wie man denn auch in diesem Euro und Raum oder vor allen Dingen auch in der ganzen EU bestimmte wirtschaftliche Aufgaben anpackt, die allen helfen können und die dann bestimmte Regionen stabilisieren, so wie man ja auch in der Vergangenheit irgendwann mal hingegangen ist und gesagt hat, wir wollen jetzt als in Europa auch ein eigenes Flugzeug bauen und dann hat man eben den Airbus konstruiert. Also man hätte ja mal zumindest mal Ideen entwickeln können und da ist eigentlich wenig passiert und über solche Ideen hätte man dann auch vielleicht so eine Volkswirtschaft wie Griechenland stärker stabilisieren können und auch den Leuten eine stärkere Perspektive im Land geben können. Aber an dieser ganzen Front ist eigentlich ziemliche Ebbe. Also zumindest während der heißen Phase der Krise war da sehr große Ebbe. Inzwischen wird es ja so ein bisschen versucht mit diesem Juncker-Investitionsfonds, also jetzt dann auch an verschiedenen Stellen, also Investitionen dann auch mal anzustoßen und auch in den südeuropäischen Ländern mehr Investitionen hinzukriegen. Ja, was Griechenland angeht, da muss man aber leider auch sagen, dass dieses Land wirklich immer unendlich schlecht regiert worden ist und wird. Also, Griechenland hat harte Auflagen bekommen, was einerseits Strukturreformen anging und andererseits das wirkliche Sparen im Haushalt, also wenig Geld ausgeben, anbelangt. Die Griechen haben die Sparauflagen meistens sogar übererfüllt, dadurch ihre Wirtschaft stärker abgewürgt, als es dann gegenüber irgendwelchen Rechtfertigungsgeschichten in Europa notwendig gewesen wäre. Und sie haben aber an ihren Strukturen, die wirklich in Griechenland ziemlich verheerend sind, sehr, sehr wenig verbessert bisher. So ein bisschen wird es ja jetzt dann mal versucht. Aber es ist dann wirklich auch schon tragisch, dass dann die schwierigen Reformprogramme, die ihnen vorgeschrieben wurden, dann auch noch so umgesetzt wurden, dass sie
ihr noch mehr geschadet haben und die Nutzenseite am wenigsten dann auch entwickelt wurde. Also das finde ich bei Griechenland wirklich eine Tragödie. Okay, danke. Wir hatten jetzt hier bei Ihnen die Frage, hier war noch eine Frage, genau. Und hier, die drei bitte. Moment, mit Mikrofon. Der Vorteil, der wirtschaftliche Vorteil des Euros. Sie sagen einerseits, Deutschland ist der große Euro-Profiteur. Auf der anderen Seite nehmen wir mal England her. England, die haben keinen Euro. Offenbar will da auch keiner den Euro rein. Und es ist auffallend, dass speziell die englische Wirtschaft, die sträubt sich aus dem Euro rauszugehen. Die will also drin bleiben. Warum wollen dann die Engländer nicht auch den Euro? Offenbar ist da ein Bruch zwischen Euro und Wirtschaft, also wirtschaftliches Wohlergehen, da trägt der Euro offenbar gar nicht so viel bei. Diesen Widerspruch, sagen Sie bitte was dazu. Hier direkt vor Ihnen, bitte. Ja, ich habe eine Frage. Deutschland hat ja eine starke Exportentwicklung, besonders in letzter Zeit. Und wenn Deutschlands Exportüberschüsse erzielt, dann müssen sich ja die anderen Länder zunehmendem Maße wieder verschulden. Kann das nicht wieder zu einer Verschuldungskrise in Europa führen? Und wie der Spiegel jüngsten Zeit geschrieben hat, spart Deutschland viel, aber die Eigentümer der großen Konzerne in Deutschland gehören meistens ausländischen Investoren. Und die profitieren dann wieder von der guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, und die Löhne und so weiter nehmen wahrscheinlich in Zukunft nicht wieder so stark zu, wie es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Okay, vielen Dank. Hier noch der Herr mit dem roten Schal, und in der nächsten Runde gehen wir dann hier auf die rechte Seite. Ich habe ja bei der ganzen Diskussion immer festgestellt, dass es sozusagen zwei Typen gibt, zwei Finanztypen. Derjenige, der sich leicht verschuldet, der aber auch sehr generös ist und auch Geld ausgibt und investiert. Und eben das Gegenbeispiel, die schwäbische Hausfrau. Und ich finde, das Wichtige ist, dass eben beide Aspekte immer betont werden. Wenn man beides zusammen macht, dann kommt gutes Wirtschaften bei raus, ganz grob gesagt. Ich möchte eigentlich auf das Thema Eurobonds nochmal ansprechen. Ich glaube, dass wir uns 7 oder 8 Jahre unglaubliches Gipfelstürmerei hätten ersparen können, wenn wir da etwas großzügiger gewesen wären am Anfang. Ich habe gehört, dass also Eurobonds möglich gewesen wären mit einem leichten Aufschlag bei den deutschen Schatzbriefen und Wertpapieren und so weiter von 1% oder 1,5%. Und das war schon als Schande empfunden worden. Da hätte aber wesentlich, also Milliarden erspart und vor allem unglaubliche Energien erspart, die dann eben 7, 8 Jahre lang auf diesen Gipfeln dann verbraten wurden, und hätte uns auch den Nationalismus erspart, mit dem wir heute kämpfen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich möchte das noch verknüpfen mit der Frage, das ist jetzt hier so im Raum heute Abend. Wir haben auf der einen Seite, hattet ihr gesagt, das Wirtschaftsgefälle macht es schwierig, eine gemeinsame Währung zu haben. Wir haben hier festgestellt, wir haben unterschiedliche Ansätze von Wirtschaftspolitik. Die Frage ist, wie viel Wirtschaftsunterschiede, Wirtschaftsgefälle hält so ein Euro, eine gemeinsame Währung aus? Das habt ihr ja schon unterschiedlich bewertet, den Zukunft des Euros. Wenn man die Gründung sich anschaut, war das ja eher ein politisches Projekt, das auch aus der deutschen Wiedervereinigung resultierte, dass es für Frankreich sehr wichtig war, Deutschland in der Wirtschaftspolitik durch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik ökonomisch einzuhegen, sozusagen. Was sagt ihr zu dieser Frage? Ja. fangen wir mit der vielleicht dann auch ruhig an. Ja. Wie viel Unterschiedlichkeit hält eine Währungsunion aus? Angesichts dessen, dass wir den Euro ja bisher haben, doch eine ganze Menge. Natürlich, es war ein politisches Projekt, und es war ja eigentlich auch die Idee dahinter, wenn man die gemeinsame Währung hat, dass man dann die Wirtschaftspolitik auch stärker vereinheitlicht und integriert.
Dazu ist es dann aber auch schon in der ganzen Phase vor der Finanzkrise ja nicht gekommen. Ne? Und seither hat man ja schon versucht, an einigen Punkten, also Stichwort Fiskalpakt, Bankenunion, manche Dinge schon stärker zu integrieren. Ich finde, es wäre besser für alle, man würde noch mehr integrieren. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass der Integrationsstand jetzt so ist, dass der Euro wirklich auseinanderfliegen muss, zwangsläufig. Also, aber da haben wir ja auch so einen leisen Dissens. Naja gut, weil wir auch hier unterschiedliche Positionen vertreten wollten. Wenn man mal auf die ersten Fragen kommt, wenn man sich anschaut, welchen Nutzen hat eigentlich wer von dem Euro, dann muss man natürlich sagen, verschiedene Länder haben ganz unterschiedlichen Nutzen von dem Euro und haben auch ein unterschiedliches Interesse, was den Euro anbelangt. Wenn man das mal so grob unterteilt bei den Ländern, dann hatte man ja, sagen wir mal, so im Norden die Länder, so wie Deutschland, Holland oder dann auch später den Österreichern, die dazugestoßen sind, die immer eine sehr stabile Währung hatten und auch geringe Inflationsraten. Und dann hatte man so die Länder im Süden, da hat man immer gesagt, das sind so die Weichwährungsländer. Die haben viel häufiger dann, also hatten höhere Inflation und haben viel häufiger, um sozusagen ihre Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen, auch die Währung abgewertet. So, was waren jetzt so die Interessen? Also der Vorteil zum Beispiel für Deutschland war, als dann der Euro eingeführt wurde, war, dass diese ganzen Firmen in den anderen Ländern jetzt nicht mehr Vorteile daraus haben, dass ständig immer ihre Währung abgewertet wird und dann der Fiat im Verhältnis zum Volkswagen wieder immer billiger wurde. Das hat Volkswagen, oder den ist jetzt nur mal prototypisch genommen, ziemlich geärgert. Und in dem Moment, wo man jetzt sozusagen einen einheitlichen Währungsraum hatte, war dieser Mechanismus eben nicht mehr da und das hat, sagen wir mal, schon für Deutschland einige Vorteile gebracht. Jetzt, was hatten die Länder im Süden davon? Die konnten sich jetzt eben viel, viel günstiger finanzieren, weil da aufgrund der Tatsache, dass sie vorher eben diese Weichwährungsländer waren und höhere Inflationsraten hatten, wurden sie eben viel schlechter bewertet und mussten viel mehr Zinsen bezahlen, wenn sie sich Geld geliehen haben. Das heißt, die hatten jetzt eben diesen Vorteil aus der Währungsunion. Und wenn man sich jetzt ein Land wie England anguckt, dann ist ja England zunehmend, sagen wir mal, die City of London mit ihren Finanzgeschäften und da hängt noch so ein Rest dran. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist natürlich klar, diejenigen, die alle wollen, dass England im Euro bleibt, sind diejenigen, die eben auch die Finanzgeschäfte in der EU bleibt. Die wollen natürlich auch, dass England weiterhin sozusagen der wichtigste Finanzplatz für diesen ganzen Raum ist. Denen geht es eben jetzt an der Stelle zum Beispiel weniger um die Realwirtschaft. Das heißt, man muss immer sehr genau differenzieren, welche Interessen wer hat und die sind eben unterschiedlich. Ja, dann hatten wir noch die Frage mit den Eurobonds, ne? Also die hatten wir auf jeden Fall noch, genau. Ja. Ja, dass man also zwischen der schwäbischen Hausfrau und dem fröhlich investierenden Schuldenmacher. Ja, also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass man eine sinnvolle Balance finden muss. Also nur mit schwäbischer Hausfrau kommt man nicht weit. Dann bleibt man eben auch auf dem Niveau des kleinräumigen Kleinwirtschaftens. Und für Investitionen braucht man immer eine gewisse Verschuldung. Man muss es eben im Wirtschaftsleben vernünftig austarieren. Und es wurde natürlich während dieser Krise nicht immer nur vernünftig austariert. Ja, die Eurobonds, wenn man es wirklich beherzt gemacht hätte, vielleicht hätten sie die Eurokrise sehr schnell beenden können. Also halte ich nicht für ausgeschlossen. Nur wenn eben politisch entschieden wird, sie nicht zu wollen, unter gar keinen Umständen, und das war eben die deutsche Politik, kann man im Nachhinein durchaus sagen, dass, also ich würde sagen, es war an dem Punkt schon falsch, jede Idee der Vergemeinschaftung von Schulden komplett abzulehnen. Aber es ist nun mal so gewesen.
Ja, und dann gab es noch die Frage zu den deutschen starken Exportüberschüssen. Also natürlich ist es immer so, also Bilanz ist am Ende des Tages mal ausgeglichen und das, was ein Land an Überschuss hat, muss irgendwo anders als Defizit vorhanden sein. Und Deutschland hat natürlich einen extremen Exportüberschuss und das ist schon eine Belastung für diese ganze Eurozone. Es ist ja eigentlich auch ziemlich verrückt, wenn man sich das mal überlegt, wer hat denn eigentlich was davon? Also klar, also von der Tatsache, dass wir uns immer auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind Exportweltmeister, das bedeutet, da haben wir es davon, die Firmen, die eben stark im Export sind, das ist natürlich nur ein kleiner Teil oder ein Teil der Wirtschaft. Da haben wir es die Leute davon, die bei diesen Unternehmen arbeiten, also die Ingenieure, die bei VW oder Daimler oder sonst wo arbeiten, in den exportstarken Betrieben. Und da haben wir es die Leute von, denen eben diese Unternehmen gehören. Und das sind, wie Sie vorhin zu Recht angemerkt haben, mittlerweile in der Hauptsache die Anleger aus dem Ausland, denen also über die Hälfte der DAX-Konzerne gehören. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sich die Löhne innerhalb der Eurozone entwickelt haben, dann sind sie eigentlich in fast allen Ländern in Europa in den letzten 15, 20 Jahren deutlich gestiegen. Und zwar nicht exorbitant, sondern sie sind in den meisten Ländern genauso gestiegen, wie das eigentlich das Konstrukt vorsieht. Nämlich, dass der Spielraum, den man hat, weil Unternehmen besser und effizienter wirtschaften, dann an die Beschäftigten weitergibt. Nur in Deutschland hat man das eben überhaupt nicht gemacht, sondern in Deutschland sind für einen Großteil der Menschen bis vor 3 Jahren über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren die Löhne gesunken sogar. Und dadurch hat Deutschland einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil erreicht innerhalb eines Eurosystems, in dem ja jetzt nicht mehr die Währungen verändert werden können. Und unter diesen Ungleichgewichten leiden natürlich auch jetzt alle anderen. Und deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, wir würden in Deutschland deutlich und massiv in vielen Bereichen die Löhne erhöhen unter diesem Gesichtspunkt. Nur jetzt kommt das Aber. Und das Aber ist eben, dass Deutschland mittlerweile nicht mehr seine Geschäfte nur noch macht in der Eurozone und mit den Ländern, sondern zum großen Teil heute natürlich auch in einem Wettbewerb steht mit Ländern wie China, Brasilien oder ganz anderen. Und die haben natürlich alle mit den Problemen, die wir in der Eurozone nichts haben, am Hut. Und das macht es eben so verdammt schwierig, an diesen Stellen dann auch was zu verändern. Wobei man allerdings sagen muss, dass sich das ja inzwischen auch an manchen Punkten auch wieder ausgleicht. Also die letzten 3 Jahre haben wir ja wieder Lohnsteigerungen in Deutschland. Also insofern relativiert sie. Ja, 3. Also die Kaufkraft der Rentner ist im internationalen Vergleich in Deutschland ziemlich gut. Also Altersarmut ist in Deutschland im Vergleich historischen und auch im europäischen und im weltweiten Vergleich sehr, sehr viel weniger vorhanden als überall sonst. Aber Sie haben recht also bisher ist nur ein kleiner Teil von dem eingeholt worden, was vorher sozusagen an Reallohnverlusten in großen Teilen für große Teile der Beschäftigte stattgefunden hat. Also da muss man noch einige Zeit aufholen, wenn man das einholen will. Ja, es gibt überall verschiedene Phasen. Ja. Gut. Man hört sie leider ohne Mikro gar nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber hier noch die 3 Fragen und beenden dann auch die Diskussion. Hier und die Dame. Ja, ich bemühe mich jetzt schon etliche Jahre, das europäische Finanzsystem zu verstehen. Ich bin heute nicht wesentlich schlauer geworden, aber werde also mein Kreuzchen auf der Seite machen. War das rechts oder links?
jedenfalls da, wo ich nichts verstanden habe. Ich wundere mich ein bisschen über das Wort Eurokrise. Also nach meiner Überzeugung haben wir keine Eurokrise. Die haben wir dann, wenn England irgendwann aus der EU ausschert und wenn Griechenland längst den Euro abgegeben hat und wieder zur Drachme zurückgekehrt ist, dann werden wir langsam über eine Eurokrise anfangen nachzudenken. Im Moment haben wir überhaupt keine Eurokrise. Das ist für mich eine ganz andere Geschichte. Also ich habe zum Beispiel ein 15 Jahre altes Auto und wenn ich damit auf der Autobahn fahre, wo ich meinen TÜV machen lasse, sage ich Ihnen jetzt nicht, sonst fahren Sie alle dahin. Wenn ich damit auf der Autobahn fahre und die Bremse ist kaputt und die Kupplung funktioniert auch nicht, dann kriege ich die Krise, aber es ist nicht wirklich eine Krise, dann habe ich ein Problem, dann habe ich ein kaputtes Auto. Dieser Euro hätte so niemals gemacht werden dürfen, er ist nun mal da, man wird ihn stützen, solange es geht, aber meine Prognose, irgendwann wird er nicht mehr existieren, beziehungsweise nicht mehr als den Euro, den wir jetzt kennen, sondern es wird ein Nordeuro, ein Südeuro oder weiß der Geier was geben, einige Länder werden ganz ausscheren. Ich glaube nicht daran, dass der Euro so wie er jetzt ist und so wie er jetzt aufgestellt ist, mit Betrug reingekommen, einzelne Länder. Sie haben ja von Griechenland gesprochen, Sie haben nicht erwähnt Irland, Sie haben nicht erwähnt Zypern, Sie haben die ganzen Geschichten, die da nebenbei noch laufen. Frankreich ist zumindest mal kurz erwähnt worden und Italien. Wenn das alles rumpelt, ist der Euro nicht zu halten und ich bin sehr gespannt, was dann kommt. Dankeschön. Danke für Ihre Meinung. Jetzt hier die Dame. Ich schließe zufällig an den Vorredner an. Unabhängig von der Geschichte Fiat und VW, was wird denn konkret passieren, drastisch geschildert, wenn der Euro auseinanderfliegt? Es gibt Länder wie Polen, die sind nicht im Euro. Der Vorredner hat einiges aufgezählt. Knapp und drastisch, was passiert denn? Deutschland profitiert von der Euro-Rettung. Was passiert im drastischen Fall, wenn er auseinanderfliegt? Gut, danke schön. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage, die wir nehmen können. Hier die Dame, bitte. Wir haben bisher immer über die Banken und die Bankenrettung gesprochen, auch dass natürlich versucht wird, die Banken zu regulieren in ihrem Geschäft. Man hat versucht, die Banken, die sowohl Investments machten, als auch das normale, sozusagen, wie ich sagen würde, Bankgeschäft, hat man versucht zu trennen in gewisser Hinsicht, aber es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, welche Auswirkungen das hat, dass die Hedgefonds völlig unreguliert sind. Kein Mensch weiß, was die machen. Sie sind keine Aufsicht unterliegen sie. Was die, ja, deshalb frage ich ja gerade, welche Auswirkungen könnte das haben, wenn da eine Blase entsteht, von der wir gar nichts wissen? Das ist meine Frage. Dankeschön. Ich glaube, das waren zwei Fragen und ein Kommentar. Ja, also was passiert, wenn der Euro auseinanderfliegt? Dann wird es eben Verschiebungen geben. Also das, was jetzt sozusagen, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Deutschland rausgreift, Deutschland als Vorteil hat, wird natürlich dann zu einem Problem werden. Also wenn der Euro auseinanderfliegt und wir hätten, sagen wir mal, morgen die D-Mark, die neue D-Mark und alle anderen haben auch wieder ihre nationalen Währungen, dann wird es halt zu einer massiven Aufwertung der D-Mark kommen. Und das würde dann eben dazu führen, dass die Exportwirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig wäre in großen Teilen und dass da eben zur Arbeitslosigkeit zum Beispiel kommen würde. Das wäre eine Konsequenz. Man kann das ein bisschen sehen, wenn man sich anschaut, welche Probleme die Schweiz hatte. Die Schweiz hatte über einen langen Zeitraum den Franken an den Euro in einem bestimmten Verhältnis gekoppelt und hat das dann im letzten Jahr gelockert und daraufhin ist halt der Franken sehr stark in die Höhe geschossen und daraufhin haben halt in der Schweiz auch alle diese Betriebe, die eben stark auch exportorientiert sind, Riesenprobleme bekommen. Man kann jetzt sagen, zum Beispiel, dass man es an sich sowieso für einen großen Fehler hält, dass eine Volkswirtschaft so stark auf den Export setzt und viel zu wenig auf die Binnenwirtschaft, also eigentlich einen anderen Mix dafür richtig halten würde. Dann, und von der Frage würde dann natürlich sehr extrem auch abhängen, wie man dann auch diese Konsequenzen bewertet. Ne? Also es wäre eben ganz klar, dass eben all die Sektoren, die jetzt einen großen Vorteil aus der Situation ziehen, dann einen großen Nachteil hätten. So, das denke ich, kann man
dazu sagen, es würde massive Probleme geben. Also es würden sicher eine ganze Menge Betriebe pleite gehen. Es würde auch dazu führen, dass natürlich viele Unternehmen große Teile der Produktion einfach in Gebiete verlagern würden, wo es günstiger ist. Ne? Also das wären dann eben auch Frankreich, Spanien oder Griechenland. Ne? Also dann würde man eben da eine andere Rechnung aufmachen als die, die man bisher hat. Wobei für die Länder, die hätten dann eben wieder das Problem, dass ihre Schulden in Euro ja bestehen blieben und deswegen die gesamte Staatsfinanzierung sehr viel schwieriger würde und auch die Unternehmen natürlich mit den Schulden, die sie haben, dann erstmal in Schwierigkeiten gerieten. Also wenn der Euro, wenn man jetzt so einen Punkt hätte, an dem der Euro auseinanderflöge, hätten vermutlich aus unterschiedlichen Gründen fast alle Euro-Länder erstmal eine tiefe Wirtschaftskrise zu bewältigen und eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und ich sehe da, ich wüsste jetzt nicht, wer davon wirklich einen Vorteil hätte. So, dann war die Frage nach der Bankenregulierung und den Hedgefonds. Ja, bisher, die Hedgefonds sind etwas, was sich so alle Regulierer immer mit so einem gewissen Gruseln auch anschauen. Also auf allen G20-Tagungen gibt es dann auch immer diesen Bereich der Schattenbanken, den man gerne ausleuchten würde und diverse graue Märkte, wo man auch nicht so genau weiß, was da eigentlich für Risiken schlummern. Ja, bisher ist da aber, glaube ich, niemand so richtig weitergekommen, das wirklich auch aufzuklären, was da im Einzelnen alles passiert. Was ich allerdings auch wiederum ganz interessant finde, ist, also in der Finanzkrise haben ja durchaus viele Hedgefonds auch sehr viel Geld verloren. Immerhin haben sie diese Verluste klaglos getragen. Das muss man mal vielleicht zu ihren Gunsten festhalten. Aber das geht ja natürlich auch immer diese Frage in die Richtung, ist da nicht sozusagen der Herd für die nächste Finanzkrise? Und also wenn es so sozusagen fast so eine Gesetzmäßigkeit bei den Finanzkrisen gibt, dann ist die, dass man vorher eben nicht weiß, wo sie entstehen. Also es ist eben vorher nicht wirklich klar, wo diese Finanzkrisen herkommen. Also ich würde jetzt auch mit sagen, es kommt mit Sicherheit die nächste Finanzkrise. Also das ist absolut klar, aber ich könnte keine Prognose darüber abgeben, woher sie kommt. Also mag sein, dass sie aus dem grauen Kapitalmarkt und den Hedgefonds kommt. Im Moment sah es ja eher so aus, als ob jetzt die Probleme in China entstehen und da eine Blase platzen könnte, da jetzt wieder eher auf den Immobilienmärkten und den Aktienmärkten und das wieder Auswirkungen hat. Also das lässt sich eben schwer vorher prognostizieren. Also außer, dass die nächste Finanzkrise kommt. Gut. Vielen Dank an die beiden Expertinnen. Ich hoffe, Sie sind etwas schlauer als noch vor 2 Stunden. Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung und machen Sie Ihr Kreuzchen an die Tafel. Was ich mitgenommen habe, ist die Vertrauenskrise, dass das ein Thema ist, das nicht nur die Währung betrifft, sondern auch zwischen den Gesellschaften und zwischen den Staaten viel Vertrauen bedarf, dass der Euro weiter bestehen kann. Ich danke Ihnen. Unten gibt es noch Brezel und Getränke, da können Sie noch weiter diskutieren. Wir bleiben an dem Thema dran. Danke. Applaus